Liebe Spielgruppe Kind, ich erzähle euch heute einen Teil der Geschichte vom schwarzen Huhn. Auf einem Bauernhof hatte mal z'mitzt unter vielen weissen Hühnern ein einziges schwarzes Huhn gelebt. Eigentlich ist es ganz ein normales Huhn, aber die Eier, die es legt, sind nicht gleich wie die von den weissen Hühner. Jedes hat eine besondere andere Form. Kein einziges Ei ist gleich wie ein anderes. Und wegen dem haben die weissen Hühner das schwarze Huhn ausgelacht. Gag, 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 so komische Eier passen ja nicht einmal in einen Eierbecher, haben die Hühner gegackert. Und die strenge Chefin der weissen Hühner hat das schwarze Huhn etwas auf die Seite rausgenommen und hat sich aufgeblustert und hat gesagt: Gag, 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 so etwas Ungeschicktes hat es auf meinem Hof noch nie gegeben. Furchtbar bist du für den ganzen Hühnerstall. Am besten, du verschwindest von da und lässt dich nicht mehr blicken. Das hat Schwarzhuhn ganz fest traurig gemacht. Und so war es dann auch, wo eines Tages der Osterhase kam, um die Eier zu holen. Die weissen Hühner haben sich alle draussen versammelt vor dem Hühnerhaus und haben stolz ihre Eier gezeigt. Das Oberhuhn, die Chefin der Hühner, ist vorne hergestanden und hat gesagt: Gag, gag, gag! So grosse, gleichmässig schöne Eier kann man nur bei uns haben. Gag, gag, gag. Und das schwarze Huhn ist in im Stall geblieben. Es ist traurig. Und es hat sich nicht einmal getraut, zum rauszukommen. Solche Eier wie ihre, die eine andere Form haben, die der Osterhase ganz sicher nicht hat gedacht. Der Osterhase hat seinen Korb gefüllt und dann hat er etwas gehört. Etwas schluchzt doch da. Vorsichtig macht er die Stalltüren auf und das schwarze Huhn ist dort gestanden und hat brüllt neben seinem Nest. Und dann hat der Osterhase die speziellen Eier gesehen. Sättige hat er noch gar nie gesehen, so besondere Eier. Da hat er eine Idee. Weisst was? Sagt er zum schwarzen Huhn. Deine Eier, die schenke ich das Jahr dem König. Sättige Eier hat er ganz sicher noch nie gesehen. Die sind etwas ganz Besonderes und werden unseren König sicher überraschen. Es ist ihm ja immer so langweilig. Jedes Ei sieht aus wie das andere und das schon beim Zmorgen. Komm, wir machen etwas Besonderes aus deinen Eiern. Das schwarze Huhn hat sich über den Vorschlag gefreut, aber es hat auch ein bisschen Angst. Was ist denn, wenn denn der König die Eier auch nicht schön findet? Aber dann hat es alle Mut zusammengenommen und hat die schönsten Eier ins Körbli gelegt vom Osterhase. Sogar für den geübten Osterhase ist es schwierig, die speziell geformten Eier anzumalen. Aber er hat es geschafft, in den allerschönsten Farben, ganz modern und wenn es manchmal auch fast nicht gewusst hat, wie, hat er die Eier zu ganz besonderen Kunstwerken gemacht. Morgen erzähle ich euch wieder weiter von dieser Geschichte. Ich wünsche euch heute ganz einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr wieder einmal reinhört. Einen lieben Gruß aus der Bauernhofspielgruppe.